Jetzt sind Sie dran. Wir gehen nämlich jetzt in unsere Workshop-Phase. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, im Vorfeld unseres Tages heute Workshop-Vorschläge einzureichen. Wir hatten viel mehr Vorschläge, als wir tatsächlich berücksichtigen konnten. Wir sind aber trotzdem traurig über alle Vorschläge, für die wir keinen Platz gefunden haben hier und heute, weil so viele gute Ideen und gute Workshop-Themen dabei waren. Wir hoffen aber, dass die 8 Workshop-Themen, die wir Ihnen jetzt vorstellen werden, Ihnen zusagen und Sie mindestens einen Workshop finden und hoffentlich mehrere, sodass Sie sagen, könnte ich mich doch zweiteilen und zumindest 2 bis 3 von den Workshops gehen. Wir werden jetzt ganz kurz die Workshop-Gebenden auf die Bühne bitten, damit sie 1, 2 Worte zu ihrem jeweiligen Workshop sagen. Vorher habe ich aber eine Ankündigung, und zwar der Workshop von Tobias Steiner. Der Titel war Kulturwandel hin zu Offenheit an den Hochschulen muss leider ausfallen. Herr Steiner kann heute nicht da sein. Wir haben also noch 8 Workshops, aber ich glaube, diese 8 Workshops, die sind spannend genug, und all diejenigen, die sich schon im Vorfeld für den Workshop vom Herrn Steiner interessiert und angemeldet haben, mögen sich bitte jetzt im Rahmen der Vorstellung für einen der anderen Workshops entscheiden, die wir Ihnen anbieten werden. Der erste Workshop ist über das Bündnis Freie Bildung, Forderungen für freie Bildung. Die Workshop-Gebenden sind Norbert Kleinefeld, Christian Friedrich und Dominik Theiss. Wer von Ihnen möchte ganz kurz auf die Bühne kommen, und um den Workshop vorzustellen? Ich brauche nur einen von den dreien hier oben. Ach, da kommt der Christian. Ja, natürlich. Christian, ich komme dir sogar entgegen. Ja? Danke. Ja, guten Morgen. Zusammen mit Dominik Theiss und Norbert Kleinefeld, einmal winken, bitteschön. Ja, sehr gut. Geben wir den Workshop zu unserem Positionspapier, das wir gerade erst vor, ich glaube, einer Woche veröffentlicht haben, unsere Position zu freier Bildung im Jahr 2018. Die möchten wir kurz vorstellen, vielleicht auch so einen kurzen Rekurs der letzten 5 Jahre, was ist freie Bildungsmäßig so passiert, kurz machen und dann gemeinsam mit Ihnen die Positionen, die wir erarbeitet haben, auf Hochschulkontext beziehen und auch gerne weiterentwickeln. Also herzlich eingeladen dazu. Ich danke dir, Christian. Der zweite Workshop, und Sie sehen hier immer auch jeweils die Räume angegeben, in dem der jeweilige Workshop stattfinden wird. Hier der Raum 2015. Wir haben hier im Gebäude ein Raumleitsystem, sodass Sie hoffentlich an den entsprechenden Räumen nicht vorbeilaufen können. Ansonsten fragen Sie einfach die Mitarbeiter oben am Stand vom Hochschulforum Digitalisierung und gerne auch immer Oliver Janoschka, der kennt sich hier im Hause aus und weiß, wo die einzelnen Räume liegen. Der zweite Workshop, den wir Ihnen vorstellen möchten, dreht sich um das Zusammenspiel von Akteuren in Strategie und Support bei digitaler Hochschulbildung und wie man diese stärken kann. Die Workshop-Gebenden sind Professor Antje Michel und Dr. Martina Mauch. Wer von Ihnen möchten beide? Das finde ich hervorragend. Ich habe direkt ein Mikro für Sie, bitte. Total kollaborativ, deswegen stellen wir das gemeinsam vor. Meine Kollegin Martina Mauch, mein Name ist Antje Michel. Der Kontext unseres Workshops ist ein Projekt, was wir an der Fachhochschule Potsdam gerade laufen haben, wo es darum geht, unsere historisch gewachsenen Strukturen, Arbeitsfelder im Bereich der digitalen Lehre strategisch neu aufzustellen und, ganz wichtig, diese strategische Aufstellung auch mit einer operativen Umsetzung optimal nach Möglichkeit zu verknüpfen. Da haben wir eine ganze Menge Erfahrungen gemacht, die möchten wir gerne mit Ihnen teilen, werden also einen kurzen Input geben über unser Projekt und dann aber auch in eine aktive Workshop-Phase eintreten. Ja, mit dem Projekt haben wir erreicht, dass dezentrale und zentrale Bereiche innerhalb der Hochschule konstruktiv zusammenarbeiten. Das Zusammenspiel von Akteuren in Strategie und Support wurde gestärkt. Wir wollen das mit Ihnen teilen. Im Workshop wollen wir aber auch über Stolpersteine in unseren und Ihren Arbeitsbereichen reden und gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, die das Zusammenspiel von Support und Strategie an Ihrer Hochschule und unserer Hochschule stärken und verbessern. Dankeschön. Raumrotunde ist übrigens hier.
Wenn Sie sich fragen, wie wir das machen im Workshop hier gleich, wir werden kurz umräumen, um das hier ordentlich über die Bühne zu bekommen. Im nächsten Workshop, da dreht es sich um die Digitalisierung von Übungs- und Prüfungsformaten. Ganz interessantes Thema für all diejenigen, die sich mit E-Assessments beschäftigen. Wir wollen darin neue Chancen finden für alte Item-Formate. Der Workshop wird gehalten von Dr. Michael Strieve von der Uni Duisburg-Essen. Strieve, ich bringe Ihnen das Mikro. Dankeschön, schönen guten Morgen. Ja, Thema des Workshops soll es halt eben sein, wie wir, er sagte es gerade schon, E-Assessment-Systeme halt eben in der Lehre einsetzen können, nicht nur als ganz normale digitale Umsetzung der guten alten Papierklausur, die wir dann 1:1 einfach umsetzen, sondern welche neuen Chancen es sich daraus halt ergeben, dann auch mal ein bisschen mehr zu machen. Ein Kollege von mir sagte das mal so schön, wir schreiben die Papierklausur ja nicht, weil wir sie so toll finden, sondern weil es halt unsere einzige Chance ist, irgendwie bei großen Gruppen fertig zu werden. Und daraus könnte sich ja ergeben, dass man das Ganze, wenn man es digitalisiert, auch einfach noch ein bisschen besser macht und nicht einfach nur umsetzt. Der Workshop wird einen kleinen Impuls von mir kriegen, dass ich ein bisschen was vorstelle, was wir in dem Bereich machen, ist aber vor allen Dingen tatsächlich als echte Austauschrunde gedacht, dass sich diejenigen, die vielleicht konkrete Ideen und Erfahrungen haben, mit denjenigen, die im Moment einfach nur ganz viele alte Klausuraufgaben haben und die mal vernünftig digitalisieren wollen, vielleicht mal zusammenbringen können. Diejenigen, die vielleicht ein gutes System haben und diejenigen, die vielleicht eine tolle Idee haben, sich einfach mal zusammenbringen und austauschen können. Dankeschön, Herr Strieben. Der nächste Workshop, da dreht es sich auch eigentlich um eine Form des E-Assessments, nämlich um den Einsatz digitaler Aufgaben in der Hochschullehre, in der Mathematik. Und gehalten wird der Workshop von Dr. Florian Heiderich von der Universität Siegen. Herr Heiderich, wo sind Sie? Bitte schön. Vielen Dank. Ja, es geht um digitale mathematische Aufgaben in der Hochschullehre. Das ist also ein spezieller Fall, denke ich, von dem Workshop, in dem es eben gerade vorgestellt wurde, von Herrn Strieber. Ich möchte zunächst etwas Allgemeines sagen über mathematische Aufgaben, konventionelle und auch digitale und wie sie sich unterscheiden. Dann verschiedene Plattformen vorstellen, die es gibt für digitale mathematische Aufgaben und auf eine davon exemplarisch näher eingehen, die Teilnehmenden auch selbst kennenlernen können im Workshop. Und anschließend möchte ich mit den Teilnehmenden in Austausch treten über Erfahrungen und auch Möglichkeiten von digitalen mathematischen Aufgaben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Strieber. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema, gerade für die Mathematik, wenn man sich so in der Republik umschaut, dann ist das Feld in der Mathematik, was die Digitalisierung anbetrifft, sehr heterogen gestaffelt, kann man glaube ich sagen. Es gibt einzelne Institute in Deutschland, die da sehr weit vorne sind, so wie bei Ihnen, Herr Strieber. Es gibt andere, die sich der Digitalisierung noch ein wenig verschließen. Ich glaube, insofern ein ganz wichtiger Workshop zu diesem speziellen Thema. Noch ein Hinweis zu dem Raum. Der Raum 3085 ist ein Raum des Stifterverbandes hier. Da kommen wir alle so nicht rein, sondern da brauchen wir Einlass. Und Einlass wird uns aber allen gewährt von Frau Daniela Delvos, eine aus dem Organisationsteam der Mitarbeiterinnen hier. Das heißt, wenn Sie sich fragen, wie kommen wir denn eigentlich zu diesem Raum, dann wissen Sie jetzt, Ihnen wird Einlass gewährt, wenn der Workshop gleich beginnt. Beim nächsten Workshop, da geht es um den Einstieg in digitale Lehre über Fächergrenzen. Der Titel des Workshops ist From Zero to Hero. Er wird gehalten von Herbert Nacken und mir. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle nichts darüber, sondern Herr Nacken muss ganz kurz erzählen, worum es in diesem Workshop geht. Der Herr Persicke und ich, werbetechnischer Teil, anfangen. Haben vom Stifterverband ein Fellowship bekommen und im Rahmen von diesem Fellowship haben wir eine Lehr- und Lernplattform aufgebaut, wo wir kleine Hilfestellungen geben wollen, deshalb vom Zero, also wenn Sie vielleicht in dem Thema, was hier nicht der Fall sein wird, noch nicht so ganz angekommen sind, dann wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, wie man verschiedene Formate umsetzen kann. Das möchten wir ganz am Anfang mal kurz vorstellen, aber wirklich nur kurz und dann gehen wir in eine Arbeitsphase mit Ihnen, indem wir Fragen stellen und da geht es im Wesentlichen um die Form der Gelingensbedingungen. Also wie muss so eine Hochschule aussehen mit Servicestellen, mit Angeboten, mit Eigenmotivation und am Ende vom Tag dann irgendwann vielleicht mal ein Hero zu werden. Dankeschön, Herr Nacken. Ich kann nur sagen, ganz spannender Vor, ganz spannender Workshop im Raum 4022.
Der nächste Workshop, da geht es um ein Thema, das Oliver Janoschka vorhin schon angesprochen hat, nämlich OER. OER in Deutschland, und hier geht es um Erfahrungen aus dem Projekt Jointly von einem guten Kollegen, den viele von Ihnen wahrscheinlich kennen. Markus Daimann, er hat einen Podcast zusammen mit jemandem, den Sie heute auch schon gesehen haben, nämlich mit Christian Friedrich. Und jetzt habe ich auch lang genug gesprochen, Markus, dass du hier vorne hinkommen konntest und uns Dankeschön. Über deinen Workshop berichten. Ja, guten Morgen. Es geht, wie Malte schon gesagt hat, um ein Thema, das stark unterrepräsentiert ist in der ganzen Digitalisierungsdebatte. Wir haben ja gestern sehr viel über Strategien gesprochen. Ich möchte so einen anderen Zugang, also es geht mehr um die Praxis, um Austausch und Vernetzung. Ich werde da einen ganz kurzen Einblick geben in das Projekt, und dann wird richtig, das ist ja ein Workshop, wird also richtig auch gearbeitet zu zentralen Themen von OER. Und keine Angst, wer jetzt nicht weiß, was OER ist, Sie können das auch mit Lernmaterialien aller Art begreifen, weil es geht um gemeinsame Erstellung, Austauschen. Wenn man dann OER hat, dann darf man die auch legal wiederverwenden. Also es wird natürlich auch eine kleine Einführung geben, was dieses ominöse OER überhaupt ist. Aber im Zentrum geht es um Kollaboration und um wirklich hands-on mitmachen. Danke dir, Markus. Im Raum 4042 können Sie sich über OER, die Folgen und die Herstellung informieren. Und wenn Sie sich denken, Moment mal, was war das noch für ein Raum gerade? Wir haben am Ende unserer Vorstellung hier nochmal eine Liste mit allen Workshop-Titeln und den zugehörigen Räumen, sodass Sie sich da nochmal orientieren können. Der nächste Workshop, da dreht es sich um Lerncommunities und die Frage, welche Räume man dafür eigentlich braucht. Er wird gehalten von Frau Tina Ladwig der Universität Hamburg und an Katrin Wartolla. Und ich glaube, Frau Ladwig wird uns jetzt kurz über diesen Workshop erzählen. Ja, vielen Dank. Also Tina Ladwig mein Name. Ich komme von der TU Hamburg. Und es geht bei uns in dem Projekt darum, welche Gestaltungsprinzipien brauchen wir eigentlich für die Lernräume der Zukunft. Und wir haben dabei ganz viele inspirierende Fotos aus aller Welt eingesammelt, die wir gerne mit Ihnen gemeinsam diskutieren wollen und gerne auch evaluieren wollen, inwiefern das eigentlich realistisch ist, in unseren Kontexten unsere Räume für Studierende, Lehrende und Lernende zu gestalten und neu zu denken. Genau, wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank. Dann haben wir einen Workshop, der in Zusammenarbeit mit der Kiron Higher Education GmbH gehalten wird, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen. Und da geht es um ein Thema, das auch mich immer wieder beschäftigt und auch Herrn Nacken, von dem wir auch gerade schon gehört haben, nämlich wie motivieren wir eigentlich Lehrende? Und hier geht es speziell um Gamification und Motivational Design in Blended Learning Formaten. Björn Lefers stellt den Workshop vor. Ja, Björn Lefers, ich arbeite an der HWR Berlin und für Kiron Open Higher Education. In dem Workshop geht es eigentlich darum, dass wir an der HWR Berlin einen Blended Learning Studiengang entwickelt haben in Business Administration. Und ich habe mich daneben viel mit designbasierter Forschung beschäftigt und geschaut, was motiviert eigentlich Menschen und wie können wir das übertragen auf Learning Management Systeme und auf Blended Learning Szenarien. Und am Ende des Workshops kennt ihr ein paar Modelle zu Motivation und Gamification, also Motivational Design und Gamification, und habt ein paar Elemente identifiziert, die ihr selber umsetzen könnt und wollt. Danke, Björn. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Vorstellung. Sie sehen hier noch einmal die Workshop-Titel gemeinsam mit den Räumen, in denen diese Workshops stattfinden werden. Überlegen Sie sich nochmal, wo Sie hingehen möchten. Gerade die Personen, die sich eigentlich für den ausgefallenen Workshop interessiert hatten, haben jetzt nochmal die Möglichkeit, kurz in sich zu gehen und sich für einen der anderen sehr spannenden Workshops zu entscheiden. Sie sehen da auch jeweils nochmal das Geschoss, in dem sich die Räume befinden. Und damit genug von hier vorne. Wir entlassen Sie in die Workshop-Phase. Noch ein Hinweis an die Workshop-Teilnehmer. Als ich diesen Hinweis zuerst in meinem Briefing gesehen habe, habe ich gedacht, ob es da um die sanitären Einrichtungen geht. Nee, ging es nicht. Da stand nur verlassen wie vorgefunden. Das heißt, die Workshop-Gebenden werden hiermit gebeten, die Räume, wenn sie sie umbauen müssen, dann nach dem Workshop kurz ungefähr so wieder herzurichten, wie die Räume auch vorher waren, weil wir die Räume nachher nochmal brauchen werden im Rahmen der Barcamp-Sessions. Deswegen, wenn Sie Unordnung stiften in den Räumen, dann freuen wir uns, wenn Sie die Räume dann hinterher wieder ein wenig herrichten, vielleicht noch kurz die Wände streichen. Und dann sind wir
alle zufrieden. Ich freue mich auf die Workshops mit Ihnen. Es geht um 11 Uhr los bis 13 Uhr. Wir werden dann wieder den Gong hören um 13 Uhr und dann gehen wir auch schon in die Mittagspause, die dann um 13.15 Uhr hier beginnen wird. Noch ein ganz kurzer Hinweis zur Mittagspause, weil wir das jetzt sonst nicht mehr ankündigen können. Es gibt zwei Möglichkeiten für Sie, Ihre geschwächten Körper dann wieder zu stärken. Einmal hier unten, da wird das große Buffet aufgebaut. Aber auch ganz oben im vierten Obergeschoss, da haben wir das kleine Buffet. Klein bedeutet nicht, dass es dort weniger Auswahl gibt. Die Auswahl ist dieselbe, aber es gibt einfach weniger. Also es passen weniger Leute da oben hin. Trotzdem verteilen Sie sich auf die beiden Geschosse. Entweder das große Buffet hier unten oder das kleine, exklusivere Buffet oben im vierten Stock. Und nun viel Spaß in Ihren Workshops. Wir sehen uns um 13.15 Uhr zum Mittagessen. Viel Spaß.